Abstrakter Unsinn, im Original Abstract Nonsense, das klingt nach einer ziemlich abwertenden Bezeichnung für den Bereich der Mathematik, den man Kategorientheorie nennt. Tatsächlich stammt sie aber wohl von Norman Steenrod, einem der Kategorientheoretiker der ersten Stunde, und war eher liebevoll humorig gemeint. So ein ironisches Understatement ist ja auch eine gute Möglichkeit, potenziellen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn es gibt durchaus Mathematiker, die die Umschreibung Abstract Nonsense für die Kategorientheorie eher pejorativ verwenden. Wenn allerdings ich mich zu diesem Thema äußere, dann spiele ich die Rolle von Winnie the Pooh, von einem Bären mit sehr geringer Ahnung von der Sache. In meinem gesamten Studium bis zur Promotion habe ich nie etwas mit Kategorientheorie zu tun gehabt. Das mag unter anderem daran liegen, dass das schon ein bisschen her ist und meine Professoren damals natürlich älter waren als ich. Als die studierten, gab es entweder noch keine Kategorientheorie oder sie wurde vielleicht als neumodischer Krams aus Amerika betrachtet, eben als abstrakter Nonsens, den niemand braucht. Mir fällt dabei ein Zitat von Max Planck ein, der sinngemäß gesagt hat, dass sich neue Theorien in der Regel erst dann durchsetzen, wenn ihre Gegner langsam aussterben. Aber auch heute hat die Kategorientheorie wohl noch nicht den Stellenwert, den einige ihrer Apologeten ihr zuschreiben. Kürzlich sprach ich beispielsweise mit einer Mathematikdoktorandin, die ebenfalls noch nie etwas mit Kategorien zu tun gehabt hat. Und im tausendseitigen Princeton Companion to Mathematics von 2008, dem aktuell wohl ernsthaftesten Versuch, einen Überblick über die gesamte moderne Mathematik zu bieten, werden die nach Meinung der Autoren 26 wichtigen aktiven Teilgebiete derselben beschrieben. Kategorientheorie gehört nicht dazu. Andererseits ist mein laienhafter Eindruck, dass Kategorien zumindest in einigen Bereichen der Mathematik inzwischen eine zentrale Rolle innehaben, und zwar in erster Linie in denen, die hauptsächlich algebraische Methoden einsetzen. Damit wäre auch die Wissenslücke der besagten Doktorandin erklärt. Die forscht nämlich in der angewandten Analysis und dort braucht man Kategorien offenbar ebenso wenig wie vertiefte Kenntnisse der Mengenlehre oder der Modelltheorie. Ich habe mich ja schon geoutet als jemand, der von der Materie nicht genügend versteht. Was kann ich Ihnen also anbieten? Auf jeden Fall keine Einführung in die Kategorientheorie im Sinne einer Fachvorlesung. Schon deshalb nicht, weil es in den typischen Lehrbüchern zu diesem Thema gerade am Anfang von neuen abstrakten Begriffen nur so wimmelt und ein Video dafür sicher nicht geeignet wäre. Stattdessen wird in den kommenden Minuten ein subjektiver Blick auf die Kategorientheorie folgen. Da ich selbst im Bereich der Grundlagenmathematik promoviert habe und mein Steckenpferd die philosophischen Aspekte der Mathematik sind, möchte ich die Kategorientheorie insbesondere unter diesem Blickwinkel betrachten. Ich denke nämlich, dass sie auch dann interessant ist, wenn man sich nicht mit den höheren Sphären der algebraischen Topologie oder der algebraischen Geometrie beschäftigen will. Man kann die Kategorientheorie als eine Erweiterung der Fachsprache betrachten, die die zunehmende Abstraktion betont, die seit dem 20. Jahrhundert eine immer größere Rolle in der Mathematik spielt. Besonders diese Facette möchte ich heute beleuchten. Diese Sichtweise ist auch historisch durchaus angemessen. Kategorien wurden Anfang der 1940er Jahre von dem Polen Samuel Eilenberg und dem Amerikaner Saunders McLane aus der Taufe gehoben und anfangs als Auxiliary Concept, als Behelfsbegriff bezeichnet. Es ging in erster Linie darum, das vage Konzept der natürlichen Transformation festzuzurren. Eilenberg und McLane waren ursprünglich der Ansicht, dass mit ihrem grundlegenden Artikel von 1945 alles Wesentliche zu dem Thema gesagt sei und hatten nicht vor, eine neue mathematische Theorie zu begründen. Man kann durchaus Parallelen zu den Anfängen der Mengenlehre erkennen. Sowohl die Mengenlehre als auch die Kategorientheorie haben sich innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit zu eigenständigen mathematischen Gebieten entwickelt, die jeweils für sich beanspruchen können, eine wichtige Rolle innerhalb der Grundlagenmathematik zu spielen. Beide waren aber anfangs nur als Werkzeuge für ganz andere Zwecke intendiert. Während es Eilenberg und McLane um die Präzisierung von Begriffen in der algebraischen Topologie ging, kam Georg Cantor zur Mengenlehre im Zuge von Untersuchungen zur Fourier-Theorie. In beiden Fällen war den Begründern der Theorien ursprünglich sicher nicht klar, welche Bedeutung ihre geistigen Kinder einmal erlangen würden und dass man sie als Unterbau der gesamten Mathematik würde verwenden können. Außerdem entstehen mathematische Innovationen niemals im luftleeren Raum. Ich habe als einflussreichen Vorläufer hier Emmy Noether abgebildet, die exemplarisch für die Abstraktion in der Mathematik Anfang des 20. Jahrhunderts steht und bei der McLane Vorlesungen gehört hat, als er in Göttingen studierte. Noether hat bereits in den 1930er Jahren darauf hingewiesen, wie wichtig strukturerhaltende Abbildungen für das Verständnis von algebraischen Strukturen sind und damit ein wichtiges Thema der Kategorientheorie vorweggenommen.
Als weiteren Einfluss könnte man auch Felix Klein und seine Ideen zur Klassifizierung der Geometrie durch Gruppen von Transformationen nennen. Es gibt sogar ein ganzes Buch, dessen Hauptthese es ist, dass die Kategorientheorie eine konzeptionelle Erweiterung des sogenannten Erlanger Programms von Klein ist. Ich will auf dieser Folie keine umfassende Geschichte der Kategorientheorie ausbreiten, aber zumindest noch zwei Namen nennen. Wie immer ist das Herausgreifen einzelner Personen ungerecht gegenüber denen, die nicht genannt werden. Aber ich glaube, es besteht zumindest Einigkeit, dass diese beiden ziemlich wichtig waren. Der erste ist der aus Deutschland stammende und lange Zeit staatenlose Alexander Grothendieck, der den größten Teil seines Lebens in Frankreich verbrachte. Bezüglich des Vorantreibens der Abstraktion und des konsequenten Einsatzes der Kategorientheorie war Grothendieck der vielleicht radikalste Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Unter anderem revolutionierte er die algebraische Geometrie durch die Einführung kategorientheoretischer Methoden, entwickelte die Kategorientheorie selbst weiter und war grundsätzlich der Meinung, dass sich Probleme umso besser verstehen und lösen lassen, je stärker sie abstrahiert sind. Legendär wurde Alexander Grothendieck nicht nur als genialischer Mathematiker, sondern auch dadurch, dass er sich nach zwei extrem produktiven Jahrzehnten nach und nach aus der Mathematik zurückzog und die letzten 25 Jahre seines Lebens in völliger Isolation verbrachte. Der Amerikaner William Lovier ist die wohl wichtigste Figur, wenn es darum geht, dass die Kategorientheorie die Mengenlehre vom Thron stoßen will, weil sie den Anspruch erhebt, die Grundlage der gesamten Mathematik sein zu können. Das ist ein interessantes Thema, das ich in diesem Video aber nicht gebührend ausbreiten kann. Am Ende wird es dazu jedoch Literaturhinweise geben. Stark vereinfacht könnte man zusammenfassend wohl das Folgende sagen. Mit einer Standardmengenlehre wie Zermelo-Fränkel, über die es in diesem Kapitel mehrere Videos von mir gibt, kann man die gesamte Mathematik modellieren, mit Ausnahme der Kategorientheorie, die wir noch sehen werden. Mit den sogenannten Elementartopoi von Lovier kann man nach Überzeugung der Kategorientheoretiker ebenfalls die gesamte Mathematik modellieren, und zwar inklusive der Mengenlehre. Da wir aber schon bei der Geschichte sind, möchte ich noch etwas ergänzen. Emmy Noether wurde 1933 wie vielen anderen Mathematikern und Physikern die Lehrerlaubnis entzogen und sie musste in die USA emigrieren, um ihr Leben zu retten. Der Standort Göttingen, der bis dahin so etwas wie das Weltzentrum der Mathematik gewesen war, wurde durch den Exodus des wichtigsten Teils der ansässigen Wissenschaftler auf einen Schlag bedeutungslos. Samuel Eilenberg wanderte 1939 gerade noch rechtzeitig vor dem deutschen Angriff auf Polen in die USA aus. Seine Eltern, die in Warschau blieben, wurden später in einem Konzentrationslager umgebracht. Alexander Grothendiecks Familie floh vor den Nazis nach Frankreich, wurde dort aber 1940 vom Vichy-Regime interniert. Sein Vater wurde zwei Jahre später in Auschwitz ermordet. Wenn man sich mit Grothendiecks Lebenslauf beschäftigt, kommt man fast zwangsläufig zu dem Schluss, dass ihn diese Zeit für den Rest seines Lebens traumatisiert hat. Da inzwischen im Bundestag Menschen sitzen, die diese Epoche als Fliegenschiss abtun oder sich gar zurückwünschen, kann man solche Geschichten nach meiner Meinung gar nicht oft genug erzählen. Zurück zur Mathematik. Um die Stellung der Kategorientheorie gegenüber der Mengenlehre aus Sicht der Grundlagenmathematik einzuordnen, fange ich mit einem Vergleich an. Da kommt die Mengenlehre zwar nicht ganz so gut weg, weil der Vergleich von den Kategorientheoretikern stammt, aber obwohl ich selbst Mengentheoretiker bin, finde ich diese Gegenüberstellung zumindest recht plakativ und deshalb einprägsam. Die Muttersprache eines Computers ist seine Maschinensprache. Aus Sicht des Computers ist das einfach ein Strom von Nullen und Einsen, der in Form von elektronischen Signalen angerauscht kommt. Bestimmte Sequenzen von Nullen und Einsen bewirken bestimmte Aktionen. Die sogenannte Assemblersprache ist eine direkte Übersetzung dieser Sequenzen in kurze, wortähnliche Kombinationen von Buchstaben und Zahlen, die für Menschen besser zu lesen sind als Einsen und Nullen. Nichtsdestotrotz ist es sehr umständlich, aufwendig und fehleranfällig, Computer auf diese Art zu programmieren. Man muss jeden Einzelschritt im Detail spezifizieren. Normalerweise macht das auch niemand mehr. Man programmiert auf einer abstrakteren Ebene in sogenannten höheren Sprachen Programme, die dann von einem Compiler oder Interpreter in Maschinensprache übersetzt werden. Dabei muss man in der Regel auf die Architektur des Rechners keine Rücksicht nehmen, sondern formuliert Algorithmen maschinenunabhängig mit einer Syntax, bei der im Extremfall eine kurze Zeile das Äquivalent von Hunderten von Assembler-Befehlen sein kann. Und auch hier kann man das Abstraktionsniveau noch steigern und findet beispielsweise in Computer-Algebra-Systemen viele Funktionalitäten vor, die man in Hochsprachen selbst programmieren müsste. Natürlich kann man nicht alles auf diesem Level erledigen. Wenn man etwa eine effiziente Belichtungssteuerung für eine Digitalkamera programmieren will, dann wird man das sicher nicht mit Mathematica machen und auch nicht mit Julia, sondern wohl doch mit einem Assembler.
Aber die weitaus meisten Programmierer werden mit Maschinensprache niemals in Berührung kommen. Algorithmen lassen sich wesentlich angenehmer in den besagten Hochsprachen formulieren und grundsätzlich ist natürlich jeder bestrebt, überflüssige mentale Arbeit für unnötige technische Details zu vermeiden. Der Standpunkt der Kategorientheoretiker ist nun, dass die Mengenlehre so etwas wie die Maschinensprache der Mathematik sei, während die Kategorientheorie eine Sprache sei, die es uns erlaubt, eben diese Details wegzuabstrahieren. Um ein etwas mathematischeres Beispiel zu bringen, schauen wir uns, passend zu meinem letzten Video, zwei reelle Vektorräume an. Erstens den Raum der reellen Zahlentripel und zweitens den der Polynome mit reellen Koeffizienten, die höchstens den Grad 2 haben. Schon sehr früh im Mathematikstudium lernt man, dass diese beiden Räume isomorph sind. Das bedeutet, dass man sie innerhalb der entsprechenden Theorie gar nicht unterscheiden kann. Die offensichtlichen Unterschiede, die man erkennt, sind sozusagen der Repräsentation geschuldet. Solange man sich nur mit linearer Algebra beschäftigt, ist die konkrete Darstellung der Vektoren lediglich technischer Ballast, der von den eigentlichen Fragen ablenkt. Anders formuliert, die beiden exemplarischen Vektorräume werden als konkrete Realisationen der Vektorraumaxiome konstruiert und dafür verwendet man quasi einen Vorrat von mathematischen Legosteinen, Zahlen, Buchstaben, Tupel und so weiter, die sich im Endeffekt alle auf die Mengenlehre zurückführen lassen. Für viele Zwecke ist die detaillierte Bauanleitung aber irrelevant und man ist nur am fertigen Bauwerk und dessen Eigenschaften interessiert. Die gesamte moderne Strukturmathematik ist durchzogen von dieser Sichtweise. Für topologische Fragen ist es beispielsweise irrelevant, ob man Abstände mit der euklidischen Metrik oder mit der Manhattan-Metrik misst. Man erhält homeomorphe topologische Räume. In der Gruppentheorie ist die Gruppe der Permutationen einer dreielementigen Menge isomorph zur Gruppe der Symmetrien eines regelmäßigen Dreiecks. Und so weiter. In allen Fällen wird zunächst nach strukturerhaltenden Abbildungen gesucht, die man häufig Isomorphismen nennt und die alle für die jeweilige Theorie wesentlichen Eigenschaften bewahren. Im Umkehrschluss heißt das, dass im gerade relevanten Kontext unerheblich ist, was genau so eine Funktion eigentlich macht. Wenn sie ein Objekt x auf ein Objekt y abbildet, dann sind x und y Details, die man vernachlässigen kann. Wichtig ist, dass eine strukturerhaltende Abbildung eine Beziehung zwischen zwei Strukturen ausdrückt. Diese Beziehungen spielen eine zentrale Rolle in der Theorie. Basierend auf dieser grundlegenden Idee wird nun definiert, was eine Kategorie ist. Dafür braucht man die folgenden Zutaten. Zunächst eine Ansammlung von Objekten. Zur Illustration sehen wir drei Objekte A, B und C. Wir werden parallel zur Definition gleich die übliche Art zeigen, in der Kategorien visualisiert werden. Natürlich ist das wie bei den meisten mathematischen Visualisierungen nur ein recht zahnloses didaktisches Hilfsmittel, da wir es in der Regel mit unendlich vielen Objekten zu tun haben werden. Aber es ist besser als nichts. Sollten Sie sich fragen, warum hier Ansammlung und nicht Menge steht, in der Regel werden wir es nicht mit Mengen zu tun haben. Wenn Sie schon Erfahrung mit einer axiomatischen Mengenlehre wie Zermelo-Fränkel oder von Neumann-Bernays-Gödel haben, dann stellen Sie sich die Ansammlung von Objekten vorerst als Klasse vor. Wenn Ihnen das nicht sagt, dann stellen Sie sich diese Ansammlung ruhig als Menge im Sinne der naiven Mengenlehre vor. Wir werden, wie es in Lehrbüchern zur Kategorientheorie üblich ist, diesen Aspekt erst einmal unter den Teppich kehren, später aber noch einmal darauf zurückkommen. Zweitens gibt es zu Objekten A und B immer eine Ansammlung von sogenannten Morphismen von A nach B, die als Pfeile von A nach B dargestellt und manchmal auch einfach Pfeile genannt werden. In der Visualisierung sehen wir die aus zwei Morphismen bestehende Ansammlung HOM-AB. Und hier noch HOM-CB mit drei Morphismen. Wie Sie sich schon denken können, sind auch unendliche Ansammlungen von Morphismen durchaus üblich. Es kann aber auch so sein, dass es wie in dieser Grafik von A nach C gar keine Pfeile gibt, dass HOM-AC also leer ist. Randbemerkung für die Mengentheoretiker. In vielen Kategorien sind die einzelnen Kollektionen, HOM-AB und so weiter, jeweils Mengen, obwohl die Klasse aller Objekte eine echte Klasse ist. Man spricht dann von lokal kleinen Kategorien. Ist die Klasse der Objekte selbst sogar eine Menge, so handelt es sich um eine sogenannte kleine Kategorie. Der Begriff Morphismus kommt vom Wort Homomorphismus, das Sie aus der Algebra kennen werden. Im Englischen nennt man Morphismen manchmal auch Maps. Und man verwendet die für Funktionen übliche Schreibweise, die man jetzt am unteren Rand der Folie sieht, um auszudrücken, dass f ein Morphismus von a nach b ist. A und b werden Start und Ziel von f genannt, im Englischen Source und Target, aber manchmal auch Domain und Codomain, was die Herkunft des Begriffs unterstreicht. Allerdings sollte man sich vergegenwärtigen,
dass Morphismen nicht notwendig Funktionen sein müssen. Strukturerhaltende Funktionen sind zwar so etwas wie die Prototypen für Morphismen, aber nirgends in der Definition einer Kategorie wird gefordert, dass Morphismen Abbildungen sein müssen. Und wir werden gleich auch Beispiele für Kategorien sehen, in denen Morphismen ganz andere Objekte sind. Außerdem sollte man an dieser Stelle vorsichtshalber noch erwähnen, dass das mit den Morphismen so gemeint ist, dass man quasi jedem Morphismus F aus der Ansammlung HOM AB eindeutig seinen Start A und sein Ziel B ansehen kann. Das hat zur Konsequenz, dass ein und derselbe Morphismus nicht in verschiedenen Ansammlungen dieser Art auftauchen kann. Um einen mathematischen Fachbegriff zu verwenden, diese Ansammlungen von Morphismen sind paarweise disjunkt. In der Visualisierung ist das ohnehin offensichtlich. Ein Pfeil von A nach B kann nicht gleichzeitig ein Pfeil von A nach C oder von D nach irgendwo sein. Drittens soll zu jedem Objekt A ein ausgezeichneter Morphismus existieren, der Identität von A genannt wird. Bisher hatten wir nämlich in der Grafik die Pfeile von Objekten auf sich selbst weggelassen. Die Axiome für Kategorien fordern jedoch, dass es solche Pfeile immer geben muss. HOM AA darf also nicht leer sein. Es kann aber, siehe C, durchaus mehrere Morphismen eines Objekts auf sich selbst geben. Nur eines von denen ist jedoch die Identität. Und mit einer kleinen algebraischen Fingerübung kann man auch zeigen, dass aus den Axiomen folgt, dass pro Objekt nur ein Morphismus die geforderten Eigenschaften haben kann. Schließlich braucht man für eine Kategorie noch eine Verknüpfung. Wenn man sich Morphismen als Funktionen vorstellt, dann macht diese Verknüpfung genau das, was auch die Komposition von Funktionen macht. Und sie wird auch so benannt und notiert, wie üblich von rechts nach links zu lesen. In der Skizze heißt das, wenn man einen Pfeil von B nach C hinzufügt, dann muss es auch mindestens einen Pfeil von A nach C geben, weil es Pfeile von A nach B gibt. Auch hier muss man aber im Kopf behalten, dass Morphismen keine Funktionen sein müssen. Rein technisch muss die Komposition G, F eines Morphismus F von A nach B und eines Morphismus G von B nach C einfach nur ein Morphismus von A nach C sein, was immer Morphismen in der jeweiligen Kategorie auch sein mögen. Da Mathematiker bekanntlich faul sind, lässt man das Zeichen für die Komposition gerne auch mal weg. Es gibt auch Notationsvarianten, bei denen von links nach rechts gelesen wird, aber die erspare ich uns, um keine unnötige Verwirrung zu stiften. Wenn die genannten Zutaten alle vorhanden sind, müssen noch zwei Bedingungen erfüllt sein, damit man wirklich von einer Kategorie spricht. Erstens muss die Komposition assoziativ sein, was darauf hinausläuft, dass man die Klammern weglassen kann. Und zweitens müssen die Identitäten sich wie neutrale Elemente verhalten. Beide Bedingungen sind natürlich wieder dem Verhalten von Funktionen nachempfunden, wobei, Sie haben es sich schon gedacht, die Identität die Funktion wäre, die einfach jedes Objekt auf sich selbst abbildet. Diese beiden Bedingungen werden wir später auch noch visualisieren, aber Sie können das zur Übung ja jetzt schon selber machen. Jeder, der auch nur ein bisschen Erfahrung mit Mathematik gesammelt hat, wird sehen, dass durch Morphismen das axiomatisiert wird, was man Funktionen nennt. So findet man denn auch in einem Lehrbuch die Formulierung, dass Kategorientheorie die Theorie der abstrakten Funktionen sei. Entscheidend ist dabei aber das Adjektiv abstrakt. Wie es sich für eine Axiomatisierung im modernen Sinne gehört, wird nirgends gesagt, was Morphismen und Objekte sind. Sie werden lediglich durch einige wenige Eigenschaften beschrieben. Das sind Eigenschaften, die unter anderem Funktionen und ihre Definitions- und Zielmengen haben, aber wir werden noch sehen, dass man auch aus ganz anderen Dingen Kategorien formen kann. Was nebenbei durch diesen Aphorismus auch unterstrichen wird, es geht in erster Linie um die Morphismen. Die Objekte einer Kategorie spielen nur eine Nebenrolle und sind hauptsächlich als Etiketten für die Morphismen da. Um die neuen Begriffe mit Leben zu füllen, schauen wir uns nun eine Reihe von Beispielen an. Wir fangen an mit Kategorien, in denen die Objekte Strukturen und die Morphismen strukturerhaltende Abbildungen sind. Das ist ja die Blaupause für den Kategoriebegriff. Solche Kategorien nennt man auch konkrete Kategorien. Man kann dieses Adjektiv Kategorien theoretisch mit sogenannten Vergissfunktoren formalisieren, aber das machen wir erst später. Informell ist eine konkrete Kategorie einfach eine, bei der die Objekte Mengen und die Morphismen Funktionen zwischen diesen Mengen sind. Noch eine Anmerkung vorweg. In den folgenden Beispielen werden zwangsläufig mathematische Fachbegriffe aus vielen verschiedenen Gebieten vorkommen, weil es ja gerade der Anspruch der Kategorientheorie ist, einen Großteil der Mathematik abdecken zu können. Wenn Ihnen nicht alle diese Begriffe geläufig sind, dann macht das nichts. Überspringen Sie das jeweilige Beispiel einfach, das sollte dem generellen Verständnis nicht hinderlich sein. Das erste Beispiel, gleichzeitig ein sehr wichtiges und grundlegendes, ist die Kategorie der Mengen. Die Objekte sind Mengen und die Morphismen sind einfach alle Funktionen zwischen diesen Mengen.
Die Bezeichnung Set für diese Kategorie ist allgemein üblich. Für viele Kategorien gibt es inzwischen standardisierte Namen, die meistens aus englischen Fachbegriffen entstanden sind. In Fachartikeln werden diese Namen häufig in einer anderen Schriftart als andere mathematische Zeichen gesetzt, zum Beispiel fett oder serifenlos. Natürlich ist es nicht damit getan, die Objekte und die Morphismen einfach nur anzugeben. Für diese Folie mit konkreten Kategorien können wir den Rest aber gleich summarisch zusammenfassen. In allen Beispielen wird HOM AB eine Menge von Funktionen von A nach B sein. In diesem ersten Beispiel ist es die Menge aller Funktionen dieser Art. In den folgenden wird es sich jeweils um eine Teilmenge davon handeln. Damit sind alle Kategorien auf dieser Folie auch lokal klein. Die Komposition von Morphismen wird ferner immer die übliche Verkettung von Funktionen sein und auch die Identitäten werden immer die Funktionen sein, die man typischerweise als Identitäten bezeichnet. Damit ist gesichert, dass die Komposition von Morphismen assoziativ ist und dass sich Identitäten wie neutrale Elemente verhalten. Aber Achtung! Wenn Sie mit der mengentheoretischen Beschreibung von Funktionen als rechtseindeutige Relationen vertraut sind, dann gibt es für Sie beispielsweise nur eine Funktion, die auf allen rationalen Zahlen definiert ist und jeder Zahl ihr Quadrat zuordnet. In den Kategorien, die wir hier betrachten, gibt es aber sehr viele verschiedene Morphismen, die alle diese eine Funktion meinen und die sich durch unterschiedliche Zielmengen unterscheiden, obwohl ihre Wertebereiche natürlich identisch sind. Erinnern Sie sich, dass ich vorhin sagte, dass die verschiedenen HOM-Mengen disjunkt sind. Wir müssen uns also vorstellen, dass ein Morphismus anders als eine Funktion seine Zielmenge immer mit sich herumträgt. Das zweite Beispiel ist die Kategorie der Gruppen. Hier sind die Objekte Gruppen und die Morphismen sind Gruppenhomomorphismen. Bevor wir uns noch weitere Beispiele anschauen, sollten wir jedoch kurz innehalten und über zwei Dinge nachdenken. Erstens sieht man, wenn man mit der Problematik vertraut ist, an diesen Beispielen, warum die Ansammlung der Objekte einer Kategorie oft keine Menge ist. Im ersten Beispiel haben wir es mit der sogenannten All-Klasse aller Mengen zu tun. Und auch die Klasse aller Gruppen ist eine echte Klasse. Keine Kategorie auf dieser Folie wird im vorhin genannten Sinne klein sein. Zweitens muss man, bevor man die Beispiele einfach nickend zur Kenntnis nimmt, jeweils überprüfen, ob wirklich alle Bedingungen für eine Kategorie erfüllt sind. Ist die Komposition von zwei Morphismen wirklich wieder ein Morphismus im Sinne der Kategorie? Ist die Identität ein Morphismus im Sinne der Kategorie? Das wird natürlich immer so sein, aber es ist nicht selbstverständlich und Sie sollten darüber vielleicht jeweils kurz nachdenken. Im Beispiel, das gerade an der Reihe ist, ist unter anderem relevant, dass die Komposition zweier Gruppenhomomorphismen wieder ein Gruppenhomomorphismus ist. Das hat man in einer Einführungsvorlesung irgendwann einmal nachgerechnet, aber es fällt jedenfalls nicht einfach vom Himmel. Bei den folgenden Beispielen gehe ich auf diese Details nicht mehr ein und überlasse es Ihnen, darüber gegebenenfalls zu kontemplieren. Für einen festen Körper K können wir die Kategorie der K-Vektorräume betrachten, zu der als Morphismen die entsprechenden linearen Abbildungen gehören. In der Kategorie der Halbordnung bzw. partiellen Ordnung sind die Morphismen die bezüglich der jeweiligen Halbordnung monoton wachsenden Abbildungen, die man auch Isotonen nennt. Und in der Kategorie der topologischen Räume spielen die stetigen Funktionen die Rolle der Morphismen. Als letztes Beispiel sei hier noch die Kategorie der glatten Mannigfaltigkeiten mit den glatten Funktionen zwischen solchen Mannigfaltigkeiten genannt. Das ist natürlich nur das letzte Beispiel in dieser Liste. Ihnen fallen sicher selbst noch ganz viele ähnliche Exemplare ein. Abelsche Gruppen, Ringe, Körper, Modulen, metrische Räume, Messräume und, und. Ich möchte jedoch noch zwei weitere konkrete Kategorien nennen, um zu demonstrieren, dass mit so etwas nicht zwangsläufig prominente mathematische Strukturen gemeint sein müssen. Man kann sich beispielsweise nur die endlichen Mengen vornehmen. Oder man betrachtet die Kategorie der sogenannten punktierten Mengen. Die Objekte sind in diesem Fall Paare aus einer Menge und einem ausgezeichneten Element der Menge. Einerseits kommt die leere Menge dann nicht mehr vor, andererseits kommt beispielsweise eine Menge mit drei Elementen dreimal als Objekt vor, jeweils mit einem anderen ausgezeichneten Element. Die Morphismen sollen in diesem Fall die Funktionen sein, die ausgezeichnete Elemente auf ausgezeichnete Elemente abbilden. Die Schreibweise auf der Folie ist mathematisch nicht ganz sauber, aber Sie können sich hoffentlich denken, wie es gemeint ist. Einschränkungen wie die letzten beiden ergeben gegebenenfalls auch bei anderen Kategorien Sinn. Man kann etwa die Kategorie der endlichen Gruppen oder die der punktierten topologischen Räume betrachten. Wenn man etwas axiomatisiert, ist man bestrebt, möglichst wenige Axiome anzugeben. Dabei muss man aber immer aufpassen, dass man sozusagen nicht zu liberal ist und damit Strukturen zulässt, die man gar nicht haben wollte. Man sollte sich daher überlegen, welche Extremfälle das Axiomsystem erlaubt.
Bei der Axiomatisierung der Vektorräume ist beispielsweise auch der triviale Vektorraum zugelassen, der nur aus dem Nullvektor besteht. Will man dann später etwas beweisen, so ist zu überprüfen, ob der Beweis auch umsichtig genug war, die Extremfälle abzudecken. Schauen wir uns deshalb zwei besonders langweilige Beispiele an, die nichtsdestotrotz alle Axiome für eine Kategorie erfüllen. Beispiel Nummer 1 ist die leere Kategorie, die weder Objekte noch Morphismen hat. Wenn Ihnen nicht sofort klar ist, dass das eine Kategorie ist, dann springen Sie vielleicht noch einmal zur Definition zurück und gehen diese Schritt für Schritt durch. Das zweitlangweiligste Beispiel ist eine Kategorie, die nur aus einem Objekt besteht. Nach den Axiomen für Kategorien muss es mindestens einen Morphismus, nämlich die Identität für dieses Objekt, geben. Belässt man es dabei, dann sind auch wieder alle Bedingungen erfüllt und man hat eine Kategorie, die aber zugegebenermaßen nicht sehr spannend ist. Aus den gerade genannten Gründen werden wir jedoch auf Kategorien, die nur ein Objekt oder nur ganz wenige Morphismen haben, noch weiter eingehen. Dabei sind die beiden Beispiele auf dieser Folie konkretisierbar, die folgenden werden das im Allgemeinen aber nicht sein. Eine ganze Klasse von extremen Kategorien erhält man durch Monoide. Das sind algebraische Strukturen, die aus einer Menge mit einer zweistelligen Verknüpfung bestehen, die assoziativ ist und ein neutrales Element hat. Es handelt sich also, falls Ihnen der Begriff mehr sagt, um eine Halbgruppe, die zusätzlich ein neutrales Element hat. Oder etwas flapsig formuliert, um eine Gruppe, die nicht notwendig inverse Elemente haben muss. Ein typisches Beispiel für ein Monoid ist die Menge der natürlichen Zahlen zusammen mit der Addition. Dafür muss man die 0 als natürliche Zahl ansehen, was wir in diesem Video durchgehend machen werden. Aus jedem Monoid lässt sich eine Kategorie machen, und zwar eine, die nur ein Objekt hat, das wir Stern nennen. Die Morphismen dieser Kategorie sind die Elemente des Monoids. Da es nur ein Element gibt, handelt es sich ausschließlich um Morphismen von Stern nach Stern. In unserem Beispiel haben wir also die Morphismen 0, 1, 2 und so weiter. Das neutrale Element soll die Identität von Stern sein. Und die Komposition von Morphismen ist dann schlicht und einfach die Verknüpfung des Monoids. In unserem Beispiel ist die Komposition der Morphismen 1 und 3, also der Morphismus 4. Dass man damit wirklich eine Kategorie erhält, folgt sofort aus den Axiomen für Kategorien. Wenn man das überprüft, dann stellt man fest, dass diese Axiome für Kategorien mit einem Objekt genau mit denen für Monoide übereinstimmen. Man kann also sagen, dass die lokal kleinen Kategorien mit nur einem Objekt genau die Monoide sind. Die zweite wichtige Klasse extremer Kategorien liefern die Quasi- oder Präordnungen. Eine Quasi-Ordnung ist eine Menge mit einer zweistelligen Relation, die reflexiv und transitiv ist. Auch hier kann man wieder etwas ungenau formulieren und sagen, dass es sich um eine Halbordnung handelt, die nicht notwendig antisymmetrisch sein muss. Ein Beispiel ist die Teilmengenrelation auf einer Potenzmenge, die allerdings sogar eine Halbordnung ist. Ein Beispiel für eine Quasi-Ordnung, die nicht antisymmetrisch ist, ist die Teilbarkeitsrelation, wenn man negative Zahlen hinzunimmt. Auch aus jeder Quasi-Ordnung kann man eine Kategorie machen. In diesem Fall wird aus jedem Element der Quasi-Ordnung ein Objekt der Kategorie. Und nun nimmt man genau dann einen Morphismus von x nach y hinzu, wenn x und y zueinander in Relation stehen. Hom xy besteht also immer aus einem Morphismus oder aus gar keinem. Komposition und Identitäten ergeben sich in der Folge zwangsläufig. Wegen der Reflexivität gibt es genau einen Morphismus von jedem Objekt auf sich selbst, der natürlich die Identität ist. Und wenn man zwei Morphismen überhaupt komponieren kann, dann kann es nur eine mögliche Komposition geben, die es dann wegen der Transitivität auch gibt. Die Quasi-Ordnungen werden also zu den kleinen Kategorien, für die es jeweils nur maximal einen Morphismus zwischen Objekten gibt. Und umgekehrt liefern solche Kategorien offenbar auch immer Quasi-Ordnungen. Man kann das unproblematisch sogar auf Kategorien übertragen, die nicht klein sind, wenn man den Begriff der Quasi-Ordnung auf echte Klassen erweitert. Auf jeden Fall hat man durch Monoide und Quasi-Ordnungen einen Vorrat an Extrembeispielen für Kategorien. Insbesondere erhält man so auch die sogenannten diskreten und indiskreten Kategorien. Diskret nennt man eine Kategorie, wenn die Identitäten die einzigen Morphismen sind. Das sieht man im Beispiel links. Indiskret ist eine Kategorie, wenn es von Objekt zu Objekt immer genau einen Morphismus gibt. Das ist rechts zu sehen. Die Begriffe stammen aus der Topologie und beide Sorten Kategorien kann man mit Quasi-Ordnungen konstruieren. Das können Sie sich in einer ruhigen Minute selbst überlegen. Und noch ein Beispiel, das Ihnen vielleicht etwas seltsam vorkommen mag, das aber noch einmal sehr deutlich macht, dass die Morphismen einer Kategorie keine Funktionen sein müssen und dass die Objekte im gewissen Sinne nur Etiketten sind. Man geht von einem Körper K aus. Als Objekte nimmt man die natürlichen Zahlen
Und die Morphismen von n nach m sind einfach alle Matrizen mit Einträgen aus k, die m Zeilen und n Spalten haben. Die Komposition zweier Morphismen ist definiert als ihr Produkt. Und das ganze Ding ist natürlich so gebaut, dass man dann und nur dann komponieren kann, wenn die Matrizen multipliziert werden können. Dass die Komposition assoziativ ist, folgt sofort daraus, dass die Matrizenmultiplikation assoziativ ist. Als Übung für Sie, wenn Sie Lust haben, bleibt die Frage, wie die Identitäten aussehen. Ein letztes Beispiel. Jeder gerichtete Graph liefert eine Kategorie. Im Englischen spricht man von Path Categories. Das habe ich für die Überschrift eingedeutscht. Dafür macht man die Knoten zu Objekten und die Wege, die manchmal auch Pfade genannt werden, zu Morphismen. Die Wege der Länge 0 sind dann die Identitäten und die Komposition von Morphismen entspricht dem Aneinanderhängen von Wegen. Auch hier ist es sicher instruktiv, sich einmal selbst zu überlegen, dass damit alle Kategorienaxiome erfüllt sind. Damit aber genug der Beispiele. Einen ganz wichtigen Begriff habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Die Objekte einer Kategorie werden nach Definition durch Morphismen verbunden. Einige dieser Morphismen haben jedoch die zusätzliche angenehme Eigenschaft, dass man sie umkehren kann. Mathematisch präzise formuliert heißt das, dass es zu so einem Morphismus f von a nach b einen Morphismus g von b nach a gibt, sodass die Kompositionen g Kulla f und f Kulla g die Identitäten von a bzw. b sind. In der Skizze unten kann man also beispielsweise den Weg von a nach b und zurück nach a gehen, indem man erst dem Pfeil f und dann dem Pfeil g folgt. Kommt dabei aber auf genau dasselbe Ergebnis, als hätte man einfach nur den Schlenker nach links über die Identität von a gemacht. Mit einem ganz einfachen Argument, das jede Studentin im ersten Semester schon einmal gesehen hat, kann man sich überzeugen, dass so ein Morphismus g, wenn es ihn gibt, eindeutig bestimmt ist. Man nennt ihn f hoch minus 1 und verwendet dabei sinnvollerweise dieselbe Schreibweise wie für inverse Elemente in Gruppen oder wie für Umkehrfunktionen. Wie Sie schon gedacht haben, sagt man in so einem Fall auch, dass die Objekte a und b isomorph sind. Erwartungsgemäß verhält sich dieser Begriff wie eine Äquivalenzrelation. Das folgt aus den Axiomen für Kategorien und lässt sich ebenfalls leicht beweisen. Beispielsweise ergibt sich die Reflexivität mit Hilfe der Identitäten, die per Definition zu sich selbst invers sind. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir beginnen mit den konkreten Kategorien von vorhin. In der Kategorie der Mengen überlegt man sich leicht, dass die Isomorphismen die bijektiven Funktionen sein müssen. Man kann damit auch gleich einem eventuellen Missverständnis vorbeugen. Zu einem vorgegebenen Isomorphismus f ist zwar der umgekehrte Morphismus f hoch minus 1 eindeutig bestimmt, aber wenn zwei Objekte isomorph sind, dann muss es natürlich nicht nur einen Isomorphismus zwischen ihnen geben. Bereits zwischen der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge der positiven natürlichen Zahlen gibt es unendlich viele bijektive Abbildungen. Aus diesem Beispiel folgt auf jeden Fall sofort, dass in allen Kategorien auf dieser Folie die Isomorphismen bijektive Abbildungen sind. Das liegt natürlich daran, dass die Morphismen in diesen konkreten Kategorien immer auch ganz klassische Funktionen sind. Und das impliziert wiederum, dass wir in der Kategorie der Gruppen die bijektiven Gruppenhomomorphismen erhalten und in der Kategorie der K-Vektorräume die bijektiven linearen Abbildungen. In beiden Fällen sind das genau wie erhofft die Funktionen, die man auch in der jeweiligen Theorie als Isomorphismen bezeichnet. Die Sinnhaftigkeit der Definition wird an den anderen Beispielen allerdings noch deutlicher. Wie Sie vielleicht wissen, ist eine stetige Abbildung, die bijektiv ist, nicht notwendigerweise ein Homeomorphismus. Ebenso ist nicht jede umkehrbare isotone Abbildung ein Ordnungsisomorphismus. Man muss zusätzlich fordern, dass die Umkehrabbildung auch stetig bzw. auch isoton ist. Und genau diese Forderung steckt ja auch in der kategorientheoretischen Definition des Begriffs, weil dort ohnehin nur über Morphismen und nicht etwa über Abbildungen gesprochen wird. Dass alle Isomorphismen auf dieser Folie bijektiv sind, ist sozusagen nur ein zufälliges Abfallprodukt der Tatsache, dass wir konkrete Kategorien betrachten. Wenn Sie sich ausführlicher mit Kategorien beschäftigen wollen, dann sollten Sie jetzt vielleicht die anderen Beispiele von vorhin, in denen es um nicht konkretisierbare Kategorien ging, durchgehen und sich dort jeweils überlegen, ob es überhaupt Isomorphismen gibt und wie die gegebenenfalls aussehen. Wir gehen stattdessen noch einmal eine Folie zurück zur Definition des Begriffs. Zur Illustration hatte ich nicht zum ersten Mal in diesem Video eine grafische Darstellung verwendet, in der wie in einem gerichteten Graphen die Objekte der Kategorie Knoten sind und die Morphismen gerichtete Kanten, also Pfeile zwischen den Knoten. Solchen sogenannten Diagrammen werden Sie in der Kategorientheorie ständig begegnen. Im konkreten Fall möchte man, dass das Diagramm kommutiert. Damit ist anschaulich das gemeint, was ich vorhin bereits gesagt hatte.
Verschiedene Wege mit demselben Anfangs- und Endpunkt müssen auf dasselbe hinauslaufen. Das schauen wir uns nochmal an einem anderen Beispiel an, um einem Missverständnis zu begegnen, das man ab und zu beobachten kann. Das ist wichtig, weil kommutative Diagramme in der Kategorientheorie nicht nur als didaktisches Hilfsmittel verwendet werden, sondern auch für die eigentliche Arbeit, also für Beweise. Häufig lassen sich kategorientheoretische Aussagen leichter durch eine Skizze als durch mühsames Aufschreiben begründen. Diese Technik nennt man Diagrammjagd. Hier sehen wir einen Ausschnitt der Kategorie Set aller Mengen. Die vier Objekte sind von links nach rechts und von oben nach unten die Menge aller natürlichen Zahlen, die Menge der geraden natürlichen Zahlen, die Menge der positiven natürlichen Zahlen und die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen. Jeder Pfeil steht für einen Morphismus, in dieser Kategorie also für eine Funktion, deren Abbildungsvorschrift neben dem Pfeil steht. Man kann sich nun leicht überzeugen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, von links oben nach rechts unten zu kommen und dass beide auf dieselbe Funktion hinauslaufen. Ganz allgemein ist mit dem sukzessiven Durchlaufen von Pfeilen natürlich die Komposition von Morphismen gemeint. Und speziell in dieser Kategorie entspricht diese Komposition der üblichen Komposition von Funktionen. In beiden Fällen ergibt sich der hier diagonal eingezeichnete Morphismus. Von diesem Diagramm würde man sagen, dass es kommutiert. Und ich wiederhole noch einmal, dass das bedeutet, dass es egal ist, wie ich von einem Objekt zum anderen komme, solange ich nur den eingezeichneten Pfeilen folge. Wenn man nun eine der Funktionen etwas abändert, dann kommutiert das Diagramm nicht mehr. Auf dem Weg über die geraden Zahlen ergibt sich die Funktion, die n auf 2n plus 1 abbildet, auf dem anderen Weg nun aber die, die n auf 2n plus 3 abbildet. Das Missverständnis, von dem ich eben sprach, besteht darin, dass manchmal auch ein Diagramm wie das rechts als kommutierend angenommen wird und dass allgemein alles, was man zeichnen kann, für ein kommutierendes Diagramm gehalten wird. Ich glaube, diese Sichtweise rührt daher, dass man Kategorien fälschlicherweise mit einfachen gerichteten Graphen identifiziert. Die Realität ist aber, dass in der Regel von einem Objekt zu einem anderen mehr als ein Morphismus existieren kann und dass in einem Diagramm nicht notwendig alle Morphismen zu sehen sind. In den Diagrammen, die wir gerade als Beispiel hatten, gab es sogar unendlich viele Morphismen, die nicht eingezeichnet waren. Die Tatsache, dass zwei verschiedene Wege im graphentheoretischen Sinn von einem Objekt zum anderen führen, heißt also noch lange nicht, dass die beiden denselben Morphismus beschreiben. Ob das der Fall ist, hängt von der jeweiligen Kategorie und der Definition der Komposition in dieser Kategorie ab. In diesem Zusammenhang ist es auch instruktiv, sich einige der Kategorienaxiome noch einmal grafisch vor Augen zu führen. Zunächst die Definition der Komposition, die wir schon kurz visualisiert gesehen haben. Die Ausgangssituation ist, dass wir zwei Morphismen F und G haben, sodass das Objekt B das Ziel von F und gleichzeitig der Start von G ist. Das impliziert nun nach Definition, dass es einen Morphismus G Cola F von A nach C geben muss, sodass das Diagramm kommutiert. Etwas spitzfindiger könnte man auch sagen, dass dieses Axiom die entsprechende Lesart von Diagrammen überhaupt erst ermöglicht, dass also zwei Pfeile, bei denen das Ende des ersten auf den Anfang des zweiten zeigt, immer in Gedanken als ein Pfeil interpretiert werden dürfen, der vom Anfang des ersten zum Ende des zweiten zeigt. Das ist die Komposition der beiden Ausgangspfeile. Die definierende Eigenschaft der Identität besagt, dass dieses Diagramm kommutieren muss. Ist F irgendein Morphismus von A nach B, so gibt es in der Grafik unendlich viele Wege von A nach B, weil man sowohl am Anfang als auch am Ende beliebig viele Ehrenrunden drehen kann. Alle diese Wege müssen als Komposition denselben Morphismus ergeben. Und die Assoziativität der Komposition bedeutet, dass dieses Diagramm kommutiert. Die gebogenen Pfeile müssen als Kompositionen existieren und es muss egal sein, wie man von A nach D gelangt. Damit haben wir schon einmal die Grundstruktur, mit der sich die Kategorientheorie beschäftigt, kennengelernt. Wie ich anfangs schon sagte, müssten jetzt Unmengen von recht technischen Definitionen folgen, wenn dies eine mathematische Einführung in die Kategorientheorie wäre. Das wollte ich mir und Ihnen jedoch ersparen. Andererseits möchte ich aber noch zwei wesentliche Begriffe der Theorie zumindest vereinfacht vorstellen, damit man eine Vorstellung von der dahinterstehenden Gedankenwelt bekommt. Ich will aber vorher ein paar Worte zum mathematischen Niveau der kommenden Folien sagen. Ich habe vor einiger Zeit ein Video von Richard Borchertz, der immerhin Träger der Fields-Medaille ist, gesehen, in dem es um eine Einführung in die Kategorientheorie ging. An einer Stelle sagte er, dass er eine bestimmte Sache lieber nicht aufschreiben wolle, weil er dabei garantiert einen Fehler machen würde. Andererseits kann man in einem Lehrbuch zur Kategorientheorie des englischen Mathematikers Tom Leinster lesen, dass die Grundlagen der Kategorientheorie recht banal seien und es auf viele Fragen oft nur eine naheliegende Antwort gebe. Was stimmt denn nun? Tatsächlich sind viele der Grundgedanken der Kategorientheorie im gewissen Sinne einfach.
die intellektuelle Leistung hinter ihnen ist, dass man auf diese ordnenden Prinzipien erst einmal kommen und sie präzise formulieren musste. Borchardts Bemerkung war sicher ironisch gemeint und jemand wie er versteht natürlich, worüber er redet. Aber sein kleiner Scherz demonstriert ganz gut, dass viele Definitionen in der Kategorientheorie haarig sind. Das liegt daran, dass sie so allgemein und abstrakt sind. Ich werde in den kommenden Minuten anhand von einfachen Beispielen versuchen, jeweils die wesentliche Idee herauszuarbeiten. Danach werde ich dann auch immer kurz die zugehörige formale Definition zeigen, darauf aber nicht im Detail eingehen. Das würde nur Sinn ergeben, wenn man alles mit wesentlich mehr und komplizierteren Beispielen unterfüttern würde. Wenn Sie sich ernsthaft mit der Thematik beschäftigen wollen, dann gilt hier noch mehr als sonst, was ich schon öfter gesagt habe, besorgen Sie sich ein Buch und arbeiten Sie es mit Zettel und Bleistift gründlich durch, insbesondere die Beispiele und Aufgaben. Passives Lesen oder nur das Betrachten von Videos werden besonders in der Kategorientheorie nicht zu einem echten Verständnis führen, weil Sie einfach nur von einem Wust von neuen Begriffen überwältigt sein werden und die wenigen Grafiken nach ein paar Seiten für Sie alle gleich aussehen werden. Zu Büchern sage ich am Ende des Videos noch was. Fangen wir jetzt mit dem ersten der beiden angekündigten Konzepte an, den sogenannten universellen Eigenschaften. Ich werde das anhand eines einfachen Beispiels zu erklären versuchen, und zwar mit dem Mengenprodukt, das man zu Ehren von René Descartes auch kartesisches Produkt nennt. Das ist bekanntlich definiert als Menge von geordneten Paaren. Man braucht also zunächst geordnete Paare. Und was Paare sozusagen können sollen, ist klar. Sind zwei Paare gleich, dann soll daraus folgen, dass ihre beiden ersten Komponenten gleich sind und dass ebenfalls ihre beiden zweiten Komponenten gleich sind. Steigt man jedoch in den Keller der Mengenlehre hinab, dann ist zunächst nicht klar, woher solche Paare kommen sollen. Am Anfang gibt es nur Mengen. Und weil Mengen keine Reihenfolge kennen, ergibt es bei denen keinen Sinn, von einer ersten oder zweiten Komponente zu sprechen. Dieser Mangel lässt sich jedoch einfach mit technischen Tricks beheben. Der am weitesten verbreitete ist der hier abgebildete des polnischen Mathematikers Kazimierz Kuratowski. Es gibt aber noch diverse andere Möglichkeiten, von denen hier zwei weitere gezeigt werden. Man kann sein Leben lang Mathematik betreiben, ohne sich jemals Gedanken über das Innenleben geordneter Paare zu machen. Aber wenn man sich mit den Grundlagen beschäftigt, dann will man sowas natürlich wissen. Und es ist vielleicht ein kleines bisschen unbefriedigend, dass es mehrere äquivalente Repräsentationen gibt, von denen keiner als die offensichtlich einfachste, ästhetischste oder naheliegendste heraussticht. An diesem Punkt entscheidet man sich im Allgemeinen für eine Möglichkeit und vergisst das dann wieder, weil man eigentlich nur an der oben aufgeführten definierenden Eigenschaft interessiert ist. Die kleinen technischen Komplikationen hören hier aber nicht auf. Unabhängig davon, wie man sich seine geordneten Paare zusammenbastelt, wird das Mengenprodukt rein formal nicht assoziativ sein. Wenn man das ganz genau nimmt, dürfte man so etwas wie R hoch 3 für den Anschauungsraum erst schreiben, nachdem man sich darauf verständigt hat, ob man R Quadrat kreuz R oder R kreuz R Quadrat meint. Aber auch das wird in den meisten Lehrbüchern nicht einmal erwähnt. Es wäre auch wirklich sogar in der Grundlagenmathematik zu kleinteilig, auf diese feinen Unterschiede einzugehen, denn es ist ja allen klar, welche Rolle das Mengenprodukt spielen soll. Und an dieser Stelle setzt nun die Kategorientheorie an und betrachtet das Mengenprodukt quasi nicht aus der Sicht der Mechanikerin, die ölverschmiert unter dem Fahrzeug liegt, sondern aus der Sicht der Fahrerin, die einfach nur von A nach B kommen will. Schauen wir uns ein ganz simples Beispiel an, in dem auch die Buchstaben A und B vorkommen. A soll die Menge sein, die aus den drei Buchstaben X, Y und Z besteht. Und B die, die aus den beiden Zahlen 1 und 2 besteht. Dann besteht das Produkt A kreuz B aus den sechs Paaren, die man hier sieht. Man kann nun auf diesem Produkt eine sogenannte Projektion definieren, eine Funktion Pi1, die aus jedem Paar seine erste Komponente herauspickt. X2 wird auf X abgebildet, Z1 auf Z und so weiter. Ebenso gibt es eine Projektion Pi2, die die zweite Komponente jedes Paares selektiert. Nun nehmen wir irgendeine weitere Menge M hinzu. In unserem Babybeispiel besteht sie aus den drei Elementen 42, Lambda und W. Außerdem soll es irgendeine Funktion F geben, die M nach A abbildet. Und eine Funktion G, die M in B hinein abbildet. Kann man eine Funktion von M in das Produkt A kreuz B angeben, aus der man beide Funktionen F und G wieder rekonstruieren kann? Vielleicht denken Sie darüber mal kurz selbst nach. Natürlich kann man das. Es ist ja quasi der Job der Menge A kreuz B, dass ihre Elemente alle möglichen Paarungen von Elementen aus A und B kodieren. Weil beispielsweise F die Zahl 42 auf X abbildet und G die 42 auf 2 abbildet,
definieren wir unsere Funktion p so, dass sie 42 auf das Paar x2 abbildet. Und mit den anderen Funktionsargumenten aus m verfahren wir ebenso. Wollen wir nun wissen, was f macht, so schauen wir uns an, was p macht und betrachten jeweils nur die erste Komponente. Das können wir mit der Projektion p1 erledigen. Und für g machen wir dasselbe mit p2. Das klappt nicht nur mit so einfachen Beispielen, sondern immer. Und es ist, wie Sie sicher zugeben werden, eher banal. Es ist schwerer, die Idee formal korrekt aufzuschreiben, als sie erst einmal zu haben. Ich habe das auf dieser Folie gemacht, lese das aber nicht vor, sondern sage nur, dass man für jede Menge m und jedes Paar von Funktionen f und g, wie in dem kleinen Beispiel, immer so ein p finden kann. Nebenbei kann man sich leicht überzeugen, dass uns unsere Funktion p geradezu aufgezwungen wird. Mathematisch präziser ausgedrückt, es gibt nur diese eine Möglichkeit, die Aufgabe der Rekonstruktion von f und g mithilfe der Projektionen zu lösen. Was hat das nun mit Kategorien zu tun? Durch die gerade beschriebene Möglichkeit der eindeutigen Konstruktion von p haben wir das Mengenprodukt a Kreuz b im gewissen Sinne eindeutig beschrieben, ohne etwas über seinen inneren Aufbau wissen zu müssen. Wir haben stattdessen quasi von außen geschaut und die Rolle des Produktes in Relation zu allen anderen Mengen untersucht. Mit den in der Kategorientheorie so beliebten Diagrammen sieht es folgendermaßen aus. Wir haben zwei Objekte A und B. Und zu denen gibt es ein weiteres Objekt, das wir P wie Produkt nennen, zusammen mit Pfeilen, also Morphismen, P1 nach A und P2 nach B. Das, was auf der letzten Folie stand, bedeutet, dass wir uns irgendein Objekt M mit Pfeilen F und G nach A bzw. B hernehmen können und dazu immer genau einen Pfeil von M nach P finden werden, der dafür sorgt, dass das resultierende Diagramm kommutiert. Wenn P, P1 und P2 diese Eigenschaft haben, dann nennt man sie ein Produkt von A und B oder genauer ein binäres Produkt, weil man die Definition auch auf mehr als zwei Objekte ausdehnen kann. Wir haben nun also das Mengenprodukt ganz abstrakt durch seine relevanten Eigenschaften formuliert und geordnete Paare kommen gar nicht mehr vor. Es kommen nicht einmal mehr Mengen vor, sondern nur noch Objekte und Morphismen. Nebenbei sieht man hier, was ich vorhin bereits angesprochen habe, dass nämlich die Objekte nur die zweite Geige spielen. Aus mengentheoretischer Sicht ist P das Produkt, aber aus kategorientheoretischer Sicht ist P nur das Etikett, an dem die Pfeile P1 und P2 hängen, die für die Produkteigenschaft verantwortlich sind. Wenn Sie genau zugehört haben, dann ist Ihnen aufgefallen, dass ich eben von einem Produkt und nicht von dem Produkt sprach. Nach unseren Vorüberlegungen ist das klar, denn wir hatten gesehen, dass man Paare und damit auch Mengenprodukte auf verschiedene Arten konstruieren kann. Es kann also in ein und derselben Kategorie mehr als ein Produkt von A und B geben. Man kann aber mit rein kategorientheoretischen Mitteln und ganz einfach beweisen, dass verschiedene Produkte isomorph sind. Die Unterschiede sind also tatsächlich irrelevant und rein technischer Natur. Das meinte ich, als ich vorhin sagte, dass wir durch diese Konstruktion das Mengenprodukt im gewissen Sinne eindeutig beschrieben haben. Wir haben es eindeutig bis auf Isomorphie beschrieben. Mehr kann man ohnehin nicht erwarten. Was haben wir damit erreicht? In der Kategorie Set der Mengen haben wir eine kategorientheoretische Beschreibung von Mengenprodukten. Wenn das alles wäre, würde sich der Aufwand sicher nicht lohnen. Überträgt man jedoch exakt dieselbe Definition auf die Kategorie der topologischen Räume, so erhält man als Produkte die Produkträume, also die Mengenprodukte der Räume versehen mit der Produkttopologie. Wohlgemerkt, man muss das nicht explizit fordern, sondern in dieser spezifischen Kategorie sortiert die Definition des Produktes genau diese Räume aus. Dafür sorgt die Tatsache, dass die Morphismen stetiger Abbildung sind. Und in der Kategorie der Gruppen erhält man genau die direkten Produkte von Gruppen. Tatsächlich erhält man in sehr vielen konkreten Kategorien, in denen es um Mengen mit Zusatzstruktur geht, sinnvolle und zur jeweiligen Struktur passende Produktbegriffe, ob es nun Modulen, Vektorräume oder Graphen sind. Aber auch nicht immer. Man darf bei aller Begeisterung über diese Abstraktion nicht vergessen, dass die Definition des Produktes nichts darüber aussagt, ob es überhaupt existiert. In der Kategorie der Körper kann man beispielsweise nicht zu jedem Paar von Körpern ein Produkt finden. Da gelangt man auch an eine der Grenzen der Kategorientheorie. Innerhalb der Theorie können wir ganz abstrakt aus der Vogelperspektive sehr verschiedene Produkte unter einen Hut bringen. Aber die Existenz dieser Produkte muss vorher ein paar Stockwerke tiefer gesichert worden sein. Auch in nicht konkretisierbaren Kategorien kann man übrigens Produkte antreffen. Macht man zum Beispiel aus Halbordnungen Kategorien, so wie wir das vorhin noch allgemeiner mit Quasiordnungen gemacht haben, dann entspricht das Produkt von Objekten dem Supremum, also der kleinsten oberen Schranke. Anhand der vielen Beispiele erklärt sich nun wohl auch der Begriff der universellen Eigenschaft.
Und damit wird auch klar, was man damit gewonnen hat. Alles, was man mit rein kategorientheoretischen Argumenten über Produkte beweisen kann, gilt automatisch für alle hier genannten Produkte und für die vielen, die ich nicht genannt habe. Man kann also erstens Dutzende von Beweisen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Mathematik zu einem zusammenfassen und zweitens dabei herausarbeiten, dass eigentlich immer dasselbe abstrakte Konzept verwendet wird. Darum passt es an dieser Stelle noch einmal, ein über 130 Jahre altes Zitat von Richard Dedekind hervorzukramen, das ich in dem Video über lineare Algebra schon erwähnt habe. Eine der definierenden Eigenschaften der Mathematik ist die immer weiter voranschreitende Abstraktion, die auf dem Erkennen von Gemeinsamkeiten von Phänomenen beruht, die auf den ersten Blick wenig oder nichts miteinander zu tun haben. Die erste große Welle der Abstraktion rollte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts durch die Zunft und führte zur modernen Strukturmathematik, in der in unterschiedlichen Gebieten der Mathematik abstrahierende Begriffe wie Vektorraum, Gruppe, topologischer Raum und so weiter eingeführt wurden. Die Kategorientheorie ist quasi die zweite Welle oder die Meta-Abstraktion, weil jetzt noch eine Ebene höher abstrahiert wird und man sich fragt, was das Gemeinsame der teilweise sehr disparat erscheinenden mathematischen Teilgebiete ist. Wie Sie sich sicher schon gedacht haben, gibt es noch andere universelle Eigenschaften, sogar ziemlich viele. Viele Konstruktionen aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Mathematik wurden inzwischen gewissermaßen vom technischen Ballast ihrer Geburt befreit und kategorientheoretisch beschrieben, was dann häufig Analogien zu vergleichbaren Konstruktionen in ganz anderen Gebieten aufdeckte. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt, werde zu denen aber nichts weiter sagen, weil man dazu erstens zu viel Vorwissen voraussetzen und zweitens noch diverse neue Konzepte bereitstellen müsste. Das heißt aber nicht, dass es in diesem Video keine weiteren Begriffe mehr geben wird. Um auch nur annähernd zu erfassen, wie weit die Abstraktion in der Kategorientheorie getrieben wird, müssen wir diesem Prozess zumindest noch ein paar Schritte folgen. Dafür schauen wir uns jetzt an, was Funktoren sind. Die Idee ist nach einiger Beschäftigung mit Kategorien naheliegend, weil deren Vorbild ja offensichtlich Strukturen mit strukturerhaltenden Abbildungen sind. Weil Kategorien selbst Strukturen sind, kann man sich natürlich fragen, wie deren strukturerhaltende Abbildungen aussehen müssten. Die nennt man Funktoren. Und wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit Mathematik hat, liegt auf der Hand, wie die sich zu verhalten haben. Will man unter Bewahrung der durch die Axiome vorgegebenen Struktur eine Kategorie C auf eine Kategorie D abbilden, so müssen natürlich Objekte aus C auf Objekten aus D landen. Und diese Objekte, die wir als Etiketten für die Pfeile ansehen, müssen ihre Pfeile sozusagen mitnehmen. Ein Pfeil, der von x nach y zeigte, muss im Bild von fx nach fy zeigen. Außerdem müssen Identitäten und die Komposition erhalten bleiben. Die letzten beiden Bedingungen haben große Ähnlichkeit mit denen, die man auch von Gruppen, Vektorräumen, Körpern und so weiter kennt. Nebenbei sieht man, dass die Klassen der Morphismen hier vorsichtshalber mit einem Index versehen wurden, damit jeweils klar ist, zu welcher Kategorie sie gehören. Schauen wir uns zum Warmwerden ein ganz einfaches Beispiel an. Links eine Kategorie C mit nur zwei Objekten, rechts D mit drei Objekten. Die Identitäten, die immer vorhanden sein müssen, habe ich der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet. Wie könnte ein Funktor von C nach D aussehen? Man könnte beispielsweise das machen, was hier zu sehen ist. X und Y werden auf die beiden D-Objekte links abgebildet und F und G auf die Pfeile zwischen den beiden. Man kann dabei natürlich auch die Bilder von F und G vertauschen. Oder beide Morphismen auf einen abbilden. Ebenso könnte man für y als Bild das Objekt ganz rechts wählen. Dann wäre man gezwungen, f und g beide auf den einen zur Verfügung stehenden Morphismus abzubilden. Oder man bildet sowohl x als auch y auf dasselbe Objekt ab. In diesem Fall müssten f und g zwangsläufig auf die Identität abgebildet werden, die hier grau dargestellt ist. Das ist also nicht so gemeint, dass ein neuer Pfeil hinzukommt, das ist nicht zugelassen. Es wird nur einer explizit angezeigt, den wir vorher implizit vorausgesetzt hatten. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sich einen Funktor zu basteln, aber offensichtlich ist auch nicht alles möglich. Man kann beispielsweise nicht x auf das obere Objekt von D und y auf das untere abbilden, weil man dann keinen Morphismus hat, auf dem man f und g abbilden kann. Und wenn man links die Richtung von g ändert, dann sind nur noch konstante Funktoren wie dieser hier möglich. Jetzt aber ein ernsthaftes Beispiel mit lustigem Namen. Funktoren müssen Morphismen von x nach y auf Morphismen vom Bild von x auf das Bild von y abbilden. Wenn dabei grundsätzlich immer verschiedene Morphismen auf verschiedene Morphismen abgebildet werden, wenn also diese Teilabbildung von Pfeilen auf Pfeile injektiv ist, dann spricht man von einem treuen Funktor. Die ersten beiden Beispiele auf der letzten Folie waren also treu und alle folgenden nicht.
Jetzt können wir endlich den Begriff konkretisierbar, den wir schon öfter verwendet haben, mathematisch konkretisieren. Gibt es einen treuen Funktor von C in die Kategorie Set der Mengen, dann nennt man C konkretisierbar und spricht von einer konkreten Kategorie, wobei man im letzteren Fall den Funktor auch nennen sollte, da es eventuell mehr als eine Konkretisierungsmöglichkeit gibt. Die konkreten Kategorien sind also die, die man durch Mengen und Funktionen zwischen diesen Mengen darstellen könnte. Das entspricht ja auch der informellen Definition, die ich bisher verwendet habe. Die Funktoren, die die Kategorie in eine Mengenkategorie übersetzen, nennt man Vergissfunktoren oder im Englischen forgetful, also vergesslich. Diese Bezeichnung rührt daher, dass sie im gewissen Sinne die Struktur, um die es in der Kategorie C geht, vergessen und sich nur die Mengen merken. Von einer Gruppe G mit ihrer Verknüpfung mal bleibt dann beispielsweise nur noch die Menge G übrig. Von einem topologischen Raum T mit seinem System O von offenen Mengen verbleibt nur die Menge T und so weiter. Obwohl Vergissfunktoren auf den ersten Blick etwas nutzlos wirken und scheinbar nur für die Definition von konkreten Kategorien gebraucht werden, tauchen sie in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder auf. Bemerkung am Rande: Den erfahrenen Zuschauern ist natürlich spätestens jetzt klar, dass Funktoren keine Funktionen im mengentheoretischen Sinne sein können. Bestenfalls sind es Klassenfunktionen, also rechtseindeutige Klassen von Paaren. Nun reden wir noch kurz über Produkte von Kategorien. Das ist ein recht simples Konzept. Zur Illustration sehen wir hier zwei sehr übersichtliche Kategorien C und D, bei denen wieder die Identitäten weggelassen wurden. Um das Produkt C kreuz D zu bilden, nehmen wir als Objekte alle Paare, deren erste Komponente ein Objekt von C und deren zweite ein Objekt von D ist. Im Beispiel erhalten wir 2 mal 3, also 6 Objekte. Und die Pfeile werden auch so kombiniert. Von X nach Y geht links oben beispielsweise der Pfeil F und von A nach A rechts oben die Identität von A. Daher gibt es im Produkt von XA nach YA einen Pfeil, der formal das Paar dieser beiden Pfeile ist. Auf der Folie sehen wir bis auf die Identität alle Pfeile, die im Produkt bei XA starten. Und hier alle, die bei YB starten. Da gibt es nur einen. Und eben noch die Identität, die hier der Deutlichkeit halber auch gezeigt wird. Ich habe nochmal die formale Definition des Produktes von Kategorien aufgeschrieben, aber ich hoffe, dass durch das Beispiel klar geworden ist, worum es geht und dass das kein kompliziertes Konzept ist. Wir haben mit diesen beiden neuen Begriffen nun jedenfalls das Vokabular beisammen, um Mengenprodukte, die wir vorhin als einfaches Beispiel für eine universelle Eigenschaft betrachtet haben, ein weiteres Mal Kategorien theoretisch zu formulieren. Und zwar besonders umständlich. Warum wir das machen, sage ich Ihnen gleich. Wir arbeiten in zwei Kategorien. Einmal in der Kategorie Set der Mengen, die uns eigentlich interessiert, und zusätzlich noch in dem Produkt dieser Kategorie mit sich selbst. Wie wir sehen werden, verwenden wir die rechte Kategorie als eine Art Übersetzungshilfe. Wir benutzen außerdem einen Funktor Delta von links nach rechts, der ganz simpel jedes Objekt x auf das Paar xx und jeden Pfeil f auf das Paar ff abbildet. Es wird wieder um das Produkt zweier Mengen a und b gehen. Die lassen sich in der rechten Kategorie als ein Objekt repräsentieren. Dazu gibt es links deren Produkt, das wir wieder p nennen. Zu diesem Produkt gehören die Projektionen P1 und P2. Die lassen sich rechts als ein Morphismus darstellen, dessen Start das Paar PP ist, also das Bild von P unter dem Funktor Delta. Nun geht es weiter wie vorher. Wir haben eine beliebige Menge M, die taucht links auf. Und wir haben wieder von M nach A bzw. B irgendwelche Funktionen F bzw. G. Wenn wir mittels Delta von M zum Paar MM übergehen, kann man F und G ebenfalls als einen Pfeil darstellen. Dass P das Produkt von A und B ist, hieß, dass wir eine eindeutig bestimmte Abbildung P finden, aus der man F und G mittels der Projektion rekonstruieren kann. P lebt sozusagen in der linken Kategorie, aber die besagte Eigenschaft von P lässt sich am einfachsten dadurch ausdrücken, dass das Bild von P unter Delta das rechte Diagramm kommutieren lässt. Das war die angekündigte umständliche Formulierung von etwas, das wir schon einfacher beschrieben hatten. Warum der zusätzliche Aufwand? Weil er das Muster vorgibt, unter dem man im Prinzip alle universellen Eigenschaften subsumieren kann. Das sehen wir nun auf dieser Folie. Ich werde das nicht vorlesen und Sie hätten die Definition ohnehin auch auf Wikipedia oder in jedem Lehrbuch finden können. Mir geht es darum, dass wir eine weitere Stufe auf der Abstraktionsleiter erklommen haben. Wir hatten gesehen, wie die verschiedenen universellen Eigenschaften jeweils Phänomene aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Mathematik unter einen Hut bringen. Und hier sehen wir nun, wie alle universellen Eigenschaften selbst unter einen Hut gebracht werden.
Abstraktion der Abstraktion. Das letzte Konzept, das wir uns für heute vornehmen, ist das der Natürlichkeit. Es gibt in der Mathematik häufig Situationen, in denen ein Vorgang oder eine Beziehung als natürlich bezeichnet wird. Obwohl das sehr vage klingt, ist es in der Kategorientheorie gelungen, die Essenz dieser Vorstellung festzunageln. Wir greifen zur Veranschaulichung das einfache Beispiel von vorhin auf. Ich erinnere daran, dass die beiden Mengenprodukte, die wir hier sehen, verschiedene Mengen sind. Man kann diesen formalen Unterschied dadurch aufheben, dass man einen Isomorphismus zwischen den Mengen angibt. Und der Isomorphismus Delta, den wir hier sehen, drängt sich uns geradezu auf. Er ist natürlich, aber er ist beileibe nicht der einzig mögliche. In der Kategorie der Mengen ist ein Isomorphismus ja schlicht und einfach eine Bijektion. Ist A zum Beispiel die Menge, die nur aus den Zahlen 0 und 1 besteht, so erhalten wir eine Bijektion von A auf A, indem wir die beiden Zahlen vertauschen. Daraus kann man sich die Bijektion Delta Stern, die wir hier sehen, basteln. So etwas würden wir sicher nicht als natürlich bezeichnen. Aber wie kann man diese Unnatürlichkeit präzisieren? Wie kann man das kategorientheoretisch ausdrücken, also als Beziehung zum Universum aller anderen Mengen und Funktionen? Stellen wir uns dafür vor, wir würden für dreifache Mengenprodukte, bei denen die erste Menge zufällig gerade die Menge 0, 1 ist, Isomorphismen vom Typ Delta Stern verwenden, ansonsten aber immer solche vom Typ Delta. Was hätte das für Auswirkungen? Nehmen wir als konkretes Beispiel das ganz simple Produkt oben, das aus nur zwei Elementen besteht. Auf die drei beteiligten Mengen wenden wir nun je eine Abbildung an. Bei den beiden Singletons nehmen wir einfach die Identität, bei der vorderen Menge addieren wir 1 zu jeder Zahl. Dadurch erhalten wir ein anderes Mengenprodukt, das zwei andere Elemente hat. Dasselbe machen wir exakt so mit der anderen Variante des Produktes, bei der lediglich anders geklammert wird. Die beiden Mengen oben waren isomorph und die Mengen unten sind nach wie vor isomorph. Nach unserer absichtlich seltsamen Wahl der Isomorphismen würden wir die obere Isomorphie aber mit der unnatürlichen Funktion Delta Stern belegen, während wir unten die natürliche Variante Delta verwenden würden. Das hat zur Folge, dass hier etwas nicht passt. Geht man von links oben erst nach unten und dann nach rechts, dann wird aus 0, 0, 0 erst 1, 0, 0 durch die Addition und das bleibt 1, 0, 0. Der Isomorphismus ändert nur die Klammerung. Gehen wir jedoch stattdessen erst nach rechts und dann nach unten, so bringt der Isomorphismus nicht nur die Klammerung in Ordnung, sondern er macht 1, 0, 0 aus 0, 0, 0. Und durch die Addition wird daraus 2, 0, 0, also ein anderes Ergebnis als eben gerade. Was heißt das kategorientheoretisch? Das Diagramm, das wir uns anschauen, kommutiert nicht. Wir werden nun sehen, dass die Übersetzung des Konzeptes der Natürlichkeit in die Sprache der Kategorien bedeutet, dass die blauen Abbildungen, die von links nach rechts gehen, so gewählt sein müssen, dass ein Diagramm wie dieses für jede Funktion von oben nach unten kommutiert. Dazu müssen wir als erstes die Ausgangssituation kategorientheoretisch ausdrücken. Wir betrachten, was man in so einem Fall oft macht, die Konstruktion der Mengenprodukte als Funktoren. Wir haben zwei verschiedene Konstruktionen, die zu zwei verschiedenen Funktoren f und g führen. Beide bilden jeweils Tripel von Mengen aus der Kategorie Set hoch 3 auf eine Menge aus der Kategorie Set ab. Ich habe der Einfachheit halber die Funktoren wie Funktionen aufgeschrieben, die nur auf den Objekten der Kategorien wirken. Natürlich muss eigentlich noch gesagt werden, was die Funktoren mit den Morphismen machen. Ich glaube aber, dass die Zuschauer, die bis hier durchgehalten haben, sich den Rest selbst denken können. Nun der natürliche Isomorphismus von vorhin. Wir müssen jetzt aber genauer formulieren und können nicht einfach wie vorhin Delta schreiben. Wir erhalten für jedes Objekt aus der Ausgangskategorie Set hoch 3 einen anderen Isomorphismus, insgesamt also eine Familie von Isomorphismen. Jetzt nehmen wir uns das Beispiel von eben vor und ersetzen nach und nach die konkreten Mengen und Funktionen durch allgemeine und dann durch ihre abstrakten Gegenstücke aus der Welt der Kategorien. Die drei Ausgangsmengen sind beliebig und heißen nun A, B und C. Die drei Funktionen sind ganz allgemein irgendwelche Funktionen f, g und h. Dadurch ergeben sich natürlich unten auch andere Bilder. Mit den Bezeichnungen der vorherigen Folie sind die beiden Ausgangsmengen oben Bilder der Funktoren f und g. Die drei quasi parallel ablaufenden Funktionen werden jeweils zu einem Morphismus. Die beiden Morphismen unterscheiden sich im Detail, weil der links durch die f-Konstruktion entstanden ist und der rechts durch die g-Konstruktion. Andernfalls würden sie auch nicht zu ihren Definitionsbereichen passen. Jetzt verschieben wir alles ein bisschen, weil wir den Platz brauchen. Außerdem vermerken wir am rechten Rand, dass wir in der Kategorie Set arbeiten. Denn es gibt ja noch die Ausgangskategorie Set hoch 3, aus der die Mengenauswahl ABC stammt. Die beiden Funktoren f und g sind für die unterschiedlichen Konstruktionen der Mengenprodukte verantwortlich.
Und auch die Funktionen können wir noch etwas knapper und abstrakter notieren. Das Triple FGH aus drei Abbildungen ist in Z hoch 3 nur ein Pfeil K mit einem Ziel, das wir A'B'C' nennen. In der unteren Kategorie stehen die entsprechenden Bilder unter F bzw. G. Und ganz zum Schluss der eigentlich entscheidende Punkt, um den es hier die ganze Zeit ging. Um von der einen Konstruktion in die andere zu übersetzen, verwenden wir die vorhin definierte Delta-Familie, die jedem Objekt aus Z hoch 3 einen Isomorphismus zuordnet. Die präzise Formulierung von dem, was wir wollen, ist nun, dass das Diagramm unten für jeden beliebigen Pfeil K aus der oberen Kategorie und damit auch für beliebige Start- und Zielmengen solcher Pfeile kommutiert. Wenn man die Mengenkategorien durch allgemeine Kategorien C und D ersetzt, hat man damit die Definition für das, was man eine natürliche Transformation nennt. Genauer spricht man von einer Transformation vom Funktor F nach dem Funktor G und meint damit die Familie der Morphismen, die hier den Namen Delta trägt. Sind alle diese Morphismen wie in unserem Beispiel sogar Isomorphismen, so spricht man von einem natürlichen Isomorphismus oder einer natürlichen Äquivalenz. Aber der Begriff der Transformation ist, wie man sieht, noch etwas allgemeiner gehalten. Für die, die den entsprechenden Hintergrund durch ihr Studium bereits haben, spreche ich noch kurz zwei etwas interessantere Beispiele an. Die sind immer noch nicht so interessant wie die Dinge, für die die Begriffe mal erfunden wurden, aber sie sind jedenfalls nicht ganz so banal wie das Beispiel, das ich zum Motivieren verwendet habe. Das erste Beispiel stammt aus der Gruppentheorie. Man kann jede Gruppe kommutativ machen, indem man sie durch ihre Kommutatorgruppe teilt. Das Ergebnis nennt man die Abelisierung der Gruppe, benannt nach dem norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel. Und man erhält einen natürlichen Homomorphismus der Gruppe auf ihre Abelisierung durch die übliche Quotientenabbildung. Die Natürlichkeit im Sinne der Kategorientheorie wird dadurch begründet, dass man das Abelisieren als Funktor der Kategorie der Gruppen auf sich selbst interpretiert. Der Ausgangsfunktor ist dann einfach die Identität, die jede Gruppe auf sich selbst abbildet. Beim zweiten Beispiel geht es darum, dass man jeden K-Vektorraum auf natürliche Art in seinen Bidualraum einbetten kann. Die interessierten Zuschauer halten an dieser Stelle vielleicht das Video an und schauen sich das in Ruhe an. Die Vektorräume habe ich auch deshalb erwähnt, weil diese Konstruktion ein Standardbeispiel dafür liefert, wann etwas nicht natürlich ist. Im endlichdimensionalen Fall ist nämlich jeder Vektorraum sogar isomorph zu seinem Dualraum, aber es gibt keinen natürlichen Isomorphismus. Man muss zur Angabe einer solchen Abbildung eine Basis auswählen und das ist im allgemeinen Fall eine willkürliche Entscheidung. Wir sind damit jedenfalls am Ende der Einführung in die Welt der Kategorien angelangt und gleichzeitig zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass der Artikel, den Eilenberg und MacLane in den 1940er Jahren publiziert haben, ihr Versuch war, den Begriff der natürlichen Transformation einzugrenzen. In verschiedenen Büchern zur Kategorientheorie findet man das Bonmot, dass es Funktoren eigentlich nur gibt, damit man natürliche Transformationen formalisieren kann und dass es Kategorien nur gibt, damit man über Funktoren sprechen kann. Wenn man sich diese Ausgangslage klar macht und sich vergegenwärtigt, dass die beiden dachten, mit ihrem Artikel sei die Sache erledigt, dann hat es die Kategorientheorie inzwischen ganz schön weit gebracht. Und? Ist das alles nur abstrakter Unsinn? Ich habe mich auch zur Vorbereitung dieses Videos nun etwas eingehender mit der Thematik beschäftigt. Ich bin immer noch weit davon entfernt, einen wirklichen Überblick über die Kategorientheorie zu haben. Aber ich kann auf jeden Fall schon sagen, dass ich beeindruckt davon bin, welche neuen Sichtweisen auf die Mathematik sie ermöglicht und welche geradezu atemberaubenden Abstraktionen dafür aufeinander geschichtet werden. Dass man Gemeinsamkeiten zwischen scheinbar ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen aus weit voneinander entfernten Gebieten der Mathematik nicht nur vage erkennen, sondern präzise mathematisch erfassen kann, finde ich erstaunlich. Der Mathematik wurde ein mächtiges Instrumentarium bzw. eine ausdrucksstarke neue Sprache hinzugefügt. Nach meiner Meinung ist die Beschäftigung damit auch dann gewinnbringend, wenn man nicht in einem Bereich wie der algebraischen Geometrie tätig ist, in dem die Kategorientheorie als Werkzeug inzwischen offenbar allgegenwärtig ist. Mich erinnert das an den Artikel Birds and Frogs von Freeman Dyson, den ich im Video über Paul R. Deux schon einmal erwähnt habe. Dyson unterteilt die Mathematiker grob in Frösche, die am Boden hocken und ein Problem nach dem anderen lösen, und Vögel, die hoch oben schweben und die großen Zusammenhänge erkennen. Für ihn war John von Neumann ein typischer Frosch und Hermann Weyl ein Vogel par excellence. R. Deux ist natürlich auch ein Frosch gewesen, vielleicht der Frosch überhaupt. Und der am Anfang des Videos vorgestellte Grotendieck war definitiv ein Vogel. Kategorientheorie ist in diesem Sinne sicher etwas für die Vogelperspektive. Aber natürlich braucht man auch die Frösche, die in Maschinensprache programmieren. Erinnern Sie sich beispielsweise daran, dass man in der neuen Sprache der Kategorientheorie ganz wunderbar über Produkte parlieren kann,
dass man aber mit ihren Mitteln nicht beweisen kann, ob es überhaupt welche gibt. Und auch so etwas wie die Monstergruppe hätte man sicher nicht mit kategorientheoretischen Argumenten finden können. Zu letzterem Thema passt der ebenfalls schon in Videos von mir gewürdigte John Conway, den ich auch für einen Frosch halte. Der hat mal gesagt, dass Mathematik für ihn eine Sammlung von interessanten Beispielen sei. Wer die Mathematik so sieht, und für Conway war das offenbar eine sehr fruchtbare und beglückende Sichtweise, der braucht die Kategorientheorie wohl nicht unbedingt. Eine ganz andere Frage ist, ob man das alles überhaupt machen darf. Das Thema hatten wir ja am Anfang vertagt. Jeder Mensch, der Mathematik studiert, wird früher oder später einmal hören, dass man mit einer Mengenlehre wie Zermelo-Fraenkel ein Fundament für die gesamte Mathematik hat. Allerdings wird so eine Aussage in der Regel mit einer Einschränkung wie im Prinzip oder fast die gesamte Mathematik versehen. Und das liegt im Wesentlichen an der Kategorientheorie. Eine Theorie, die über die Gesamtheit aller Mengen oder aller topologischen Räume oder gar aller Kategorien sprechen will, kann in der klassischen axiomatischen Mengenlehre nicht funktionieren. Es gibt allerdings diverse Ansätze, dieses Problem anzugehen. Beispielsweise kann man zu den Zermelo-Fraenkel-Axiomen weitere hinzunehmen, um zur sogenannten Tarski-Grothendieck-Mengenlehre zu kommen, in der man Kategorientheorie betreiben kann, ohne auf Widersprüche zu stoßen. Das geht aber über das weit hinaus, was man in einem Rahmen wie diesem sagen kann. Und das Video ist ohnehin schon wieder viel länger geworden als geplant. Ich verweise für die interessierten Zuschauer auf den Artikel Set Theory for Category Theory von Michael Schulman, der im Internet frei zugänglich ist. Es handelt sich um einen Übersichtsartikel, der aber nichtsdestotrotz anspruchsvoll ist, weil die Materie auch nicht ganz einfach ist. Es ist jedoch nach meiner Meinung auch dann ein guter Einstieg, wenn man nicht alle Nuancen nachvollziehen kann. Siehe dazu den unteren Rand der Folie bzw. den Link in der Videobeschreibung. Man kann den Spieß jedoch auch umdrehen und sich die folgende provokante Frage stellen. Wenn es die Mengenlehre nur mit Mühe schafft, ein Fundament für die Kategorientheorie zu bieten, kann dann vielleicht die Kategorientheorie ein Fundament für die Mengenlehre und damit für die gesamte Mathematik bereitstellen? Diese Frage hat der bereits erwähnte William Lovier mit Ja beantwortet. Er hat eine Mengenlehre vorgestellt, die aus den Axiomen der Kategorientheorie entwickelt wird. Erst kommen also die Kategorien, dann die Mengen. Was hat das für Konsequenzen? Für die große Mehrheit der Mathematiker gar keine und für die Anwendung erst recht nicht. Aber für die, die sich mit den Grundlagen und der Philosophie der Mathematik beschäftigen, ist das eine hochinteressante Frage. Auch die kann ich jedoch im Rahmen meines Videos nicht erschöpfend erörtern. Ich will nur kurz sagen, was aus meiner Sicht der entscheidende Punkt ist. Wir wissen seit Gödel, dass wir für kein formales System, das für sich in Anspruch nimmt, die gesamte Mathematik abbilden zu können, beweisen können, dass es widerspruchsfrei ist. Wenn verschiedene Systeme also darum konkurrieren, die Grundlage der Mathematik zu sein, dann sollte das gewinnen, dass die Axiome hat, die man am ehesten glauben kann, die also am intuitivsten sind. Lovier und andere Kategorientheoretiker argumentieren, dass ihre Axiome die tägliche Arbeit der Mathematiker besser beschreiben und natürlicher als die der Mengenlehre seien, die ja zweifelsohne erstens über sehr artifizielle Objekte sprechen und zweitens recht abenteuerliche und unanschauliche Konstruktionen erlauben. Man kann darüber fundiert diskutieren, aber im Endeffekt läuft es dann doch auf Glaubens- oder Geschmacksfragen hinaus. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie ich das sehe, aber ich schlage auch hier Lektüre vor, damit Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können. Der Artikel Rethinking Set Theory von Tom Leinster ist ein allgemeinverständlicher Einstieg in diese Diskussion, zu dem man allerdings sagen muss, dass er aus der kategorientheoretischen Ecke kommt und keinen neutralen Standpunkt einnimmt. Eine weitere Frage ist, wann Kategorientheorie im Laufe des Studiums gelehrt werden sollte. Wenn sich die Informationen von Menschen, die Mathe studieren und die ich persönlich kenne, verallgemeinern lassen, dann ist Kategorientheorie jedenfalls nicht etwas, das man automatisch in den ersten Semestern vorgesetzt bekommt. Es sieht eher so aus, als würde man davon an vielen Unis nur dann etwas mitbekommen, wenn man sich für eine bestimmte Spezialisierung entscheidet. Aber jeder, der Mathematik studiert, bekommt ganz am Anfang zumindest die Grundlagen der Mengenlehre mit, weil die inzwischen als Sprache der Mathematik unverzichtbar ist. Müssten dann nicht auch schon recht früh die Basics der Kategorientheorie vermittelt werden, die erstens ebenfalls so etwas wie eine Sprache ist und die zweitens vieles, was man im Studium lernen muss, zusammenfassen, ordnen und verschlanken kann? Ich zitiere dazu die Kategorientheoretikerin Emily Reel, die gesagt hat, dass man ohne eine gewisse mathematische Reife mit dem Thema wohl wenig wird anfangen können. Einerseits, Sie haben es in diesem Video erlebt, gerät man schnell in sehr abstraktes Fahrwasser. Es stellt sich die Frage, ob man das den Anfängern schon zumuten kann und will.
Und andererseits beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir haben gesehen, dass die Kategorientheorie das Potenzial hat, sehr unterschiedliche Dinge unter einen gemeinsamen Hut zu bringen. Aber dafür muss man diese Dinge kennen, denn sonst bleibt der Hut ohne Inhalt. Wenn man aber erst einmal einen Vorrat an Beispielen hat, dann wird einem die Information, dass man sich viele der Beweise, an denen man in den letzten Semestern gesessen hat, mit Hilfe der Kategorientheorie hätte sparen können, vielleicht nicht mehr so vom Hocker reißen. Die abschließende Frage ist, welche Bedeutung die Kategorientheorie außerhalb der Mathematik hat. Die höchsten Wellen scheint sie bisher in der Informatik geschlagen zu haben. Beispielsweise kann man die Typen und Funktionen einer streng typisierten funktionalen Programmiersprache als Kategorie interpretieren. Entsprechend scheint Kategorientheorie gerade unter Haskell-Programmierern sehr beliebt zu sein. Vielleicht mache ich dazu mal ein separates Video. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ist ja auch schon spät. Abgesehen davon, dass ich wie so oft noch ein paar Bücher vorstelle, damit Sie nicht den ganzen Tag Videos anschauen müssen. Allerdings ist es gar nicht so leicht, einführende Bücher zur Kategorientheorie zu empfehlen. Eigentlich leiden alle unter dem angesprochenen Henne-Ei-Problem, dass man das Thema erst dann so richtig vermitteln kann, wenn die Leser schon einige Semester Mathematik auf dem Buckel haben. Zwei sind allerdings etwas anders und mit denen fange ich an. Das erste ist Cakes, Custard and Category Theory von Eugenia Cheng. Dieses Buch richtet sich an Leser, die bisher gar keine engere Beziehung zur Mathematik gepflegt haben. In der ersten Hälfte geht es daher um die grundsätzliche Frage, was Mathematik eigentlich ist. Für die zweite Hälfte hat sich die Autorin das ehrgeizige Ziel gesetzt, den mathematisch unbeleckten Lesern zumindest eine grobe Idee davon zu vermitteln, worum es in der Kategorientheorie geht. Das Buch setzt keine Vorkenntnisse voraus, ist ganz nett geschrieben und Frau Cheng findet oft auch originelle Analogien. Wenn Sie allerdings das Video bis zu dieser Stelle komplett angeschaut und verstanden haben, dann werden Sie dort nicht viel Neues finden. Aber vielleicht kennen Sie jemanden, den Sie damit eine Freude bereiten können. Conceptual Mathematics von Lauvier und Chanuel ist im Vergleich zu Chengs Buch eher ein typisches Mathebuch. Aber eines, das nicht davon ausgeht, dass die Leser schon Kurse in Algebra, Topologie und möglichst noch anderen Fächern belegt haben. Ich habe es nicht komplett gelesen, aber meine Einschätzung ist, dass man das schon mit Schulkenntnissen verstehen sollte. Allerdings liefert es auch nur einen Einstieg in die Theorie und deckt nicht so viele Themen ab wie typische Lehrbücher in diesem Genre. Außerdem finde ich die Organisation leider manchmal etwas konfus. Die Herangehensweise ist aber sehr lobenswert. Bei der Mehrheit der richtigen Lehrbücher zu Kategorien ist das Level, wie gesagt, deutlich höher. Und leider habe ich auch keins gefunden, das ich rundum empfehlen kann. Alle, die ich angelesen habe, sind nach meiner Meinung auf der didaktischen Ebene verbesserungswürdig. Die beiden, die ich vorstelle, habe ich daher aus anderen Gründen ausgewählt. Dieses Buch von Martin Brandenburg deshalb, weil es mir das einzige in deutscher Sprache zu sein scheint, das die wesentlichen Elemente der Theorie abdeckt und dabei auf einem aktuellen Stand ist. Außerdem ist es von Springer und daher über viele Uni-Bibliotheken wohl kostenlos als E-Book herunterladbar. Und dieses Buch von Emily Real, die vorhin schon zu Worte kam, gibt es zwar ebenfalls in gedruckter Form, aber man kann es auch als PDF legal unter der angezeigten Adresse herunterladen. Damit hat man die Möglichkeit, sich erst einmal in Ruhe anzuschauen, ob einem Stil und mathematisches Niveau passen, ohne dass man Geld für etwas ausgibt, mit dem man dann vielleicht nichts anfangen kann. Im englischsprachigen Bereich gibt es noch viele weitere Bücher, in denen es um Kategorientheorie geht, mit unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Zielgruppen. Auch ein paar andere sind frei über das Internet erhältlich. Aber da müssen Sie selbst mal schauen.